Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind nochmal in Level 9, da habe ich mal ganz kurz, also habe ich letzte Aufnahmesession, die Aufnahme beendet. Und ich habe einfach mal gespickt, ob wir Secrets übersehen haben. Und tatsächlich, wir haben ein Secret übersehen. Oh, ja, okay. Und zwar tatsächlich hier, an der Stelle. Deswegen gehen wir dahin jetzt zurück. Wir sind ja jetzt wieder schnell, dadurch, dass wir unser Inventar geleert haben. Ein bisschen. So, ich habe nicht geguckt, wie man das Secret öffnet. Ich weiß nur, es ist hier. Und hier müssen wir jetzt nach einem Knopf suchen. Nehme ich mal an. Weil das hier führt tatsächlich hierhin zurück irgendwie. Super, da war der Knopf. Oh, etwas Brot. Und ein Anhänger. Ja, für Serikal. Weil Willenskraft hat er sehr viel. Ein bisschen mehr Ausdauer und Ausweichen könnte ihm nicht schaden, finde ich. Oh, hier ist ein Hebel. Okay. Gut, damit haben wir die Abkürzung aufgemacht. Sehr schön. Das heißt, wir können wieder zurückgehen und ins nächste Level. Und ja, ist echt praktisch, dass der Lichtzauber noch aktiv ist. Ah, hier lang. Und da bin ich falsch gegangen. Weil das ist dieses Loch, wo nur kleine Gegner durchkrabbeln können. So, hier geht's nach unten. So, hier kann ich das Licht auffrischen. Und ich habe auch gespickelt, hier gibt es auch ein Secret. Also ja, hier sind die Secrets arg schwer zu finden. Hier ist nämlich unsere erste Karte, die wir gut gebrauchen können. So. Vielleicht mal ein Save machen. Also da lang sind wir noch nicht gegangen. Das hier haben wir hier schon aufgemacht und das da sieht aus, als ob ja Würmer rauskommen würden. Die sind nicht ganz so gefährlich, finde ich. Außer, dass sie mich gerade totbeißen, weil es viele sind. So, ein Level-Up für Serikal. Sehr gut. Dem fehlt ja sein Level-Up noch. Aber ja, wir kriegen sie down. Das ist gut. Ohne dass wir down gehen.
Ja, das da hätte ich gerne, aber dafür bräuchten wir 10 Punkte hier im Baum. Wir haben nur 9 gerade mal. Vergeben aber jetzt den 10. Treffer von nicht-periodischen Zaubern. Also ich nehme mal an, das hier ist ein periodischer Zauber. Feuerregen verbessern oder allgemein Feuerzauber. Verbessern wir erstmal allgemein Feuerzauber. So, jetzt haben wir Eisexplosion. Umgeht die Aktionsleiste. Schädigt das Ziel sofort für 71 GP. Das ist also was für ein Bossfight. Ein Ring, der nichts bringt. Oh. Kann ich Sachen einfach. Ja, gut, das ist jetzt, das finde ich erst jetzt raus. Ja, auf jeden Fall Schritte in die Richtung. So, ich speichere, mach mal ein Quick Save. Jetzt gehen wir mal kurz hier lang. Oh, hier ist wieder ein Gitter und eine Tür. Eine verschlossene. Und ja, hinter dem Gitter ist auch wieder ein Hebel. Immer wenn ich das sehe, möchte ich es benutzen am liebsten. Ah ja, dieser komisch aussehende Fels. Also ja, benutzen, anklicken, um zu sehen, ob es ein Geheimschalter ist. Aber ja, dieser komisch aussehende Fels ist etwas schwieriger zu erkennen, muss ich sagen. Langer Gang, okay. Hier liegt nichts. Hier ist wieder ein größerer Raum. Und hier ist Licht. Aber hinter dem Licht ist diesmal kein Secret. Ich glaube, ich markiere die mal mit L. Die Dinger. Dass ich weiß, wo ich Licht herkriege, hier in den dunklen Räumen. Wow, ich hasse diese Pilze. Auch wenn sie harmlos sind, der Jumpscare ist doch manchmal etwas erschreckend. So, aber ja, wie gesagt, die sind nicht gefährlich, die Pilze. Reichen sogar fast Auto-Attacks, um sie zu töten. Jo. Ein Sturz. Ich will dich nur verschieben, so, danke. Nein, dich will ich nicht da haben. Da höre ich was Lautes laufen. Ach, wieder Höhlenräuber. Die tun wir wieder Single-Targeten. So, der Feueratem von denen ist wirklich etwas nervig. Und wir können ihm auch nicht so ausweichen wie dem anderen Feuer von
dem großen Höhlenräuber da, dem Höhlenpatriarchen. Nee. Heil du mal die Gruppe. Gut. Das müsste dann genau dahin zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Hier erstmal alles aufdecken. Das hier sieht natürlich mal wieder verdächtig aus. Aber ich glaube, da sind die Entwickler allgemein ein bisschen gemein, um Leute zu verwirren. Ich sehe hier auch nirgendwo einen verdächtig aussehenden Stein. So, da ist ein Weg. Der irgendwo hinführt. Da höre ich wieder Schritte aus der Richtung. Kleine Schlangen, okay. Das heißt, es wird auch große Schlangen geben. Aber so wie die aussehen, können da immer nur zwei auf ein Feld. Das erklärt auch die Schlangenstatue da neben mir. Oder besser gesagt neben den Schlangen. Warum habe ich das Gefühl, dass es da runter in die Schlangengrube geht? Okay, sie können doch zu viert auf einem Feld stehen. Ich kann schon fast in sie reinlatschen. Hehe. Weißt du was, ihr kriegt meinen Feuerball ab, einfach weil ich es kann. Also ja, die Schlangen sind jetzt nicht ganz so heftig. Oh. Ich merke gerade, ihr habt noch immer saumäßig schlechte Rüstungen an. Deswegen kriegst du mal die. Okay, noch so eine Schlangenfigur. Mana-Trank, den nehme ich gerne. Diese metallene Rückwand sieht auch ein bisschen verdächtig aus, aber hier ist nichts. Nichts Offensichtliches jedenfalls. Nur ein paar Ketten. Das ist unter uns, okay. Noch eine Schlange. Und ja, das Geflatter höre ich auf der anderen Seite hiervon. Oh, Drachlinge. Okay. Die haben mich zum Glück noch nicht gesehen.
Ich sollte mal wieder zurück und Licht auftanken. So. Und ja, wahrscheinlich geht's hier nach da oben, dass ich das Tor aufmache. Aber ich habe das Gefühl, hinter dem Tor geht's dann normal weiter. Also schauen wir uns erst hier unten fertig um. Ach, Höllenräuber. Okay, die sind Standard, mehr oder weniger. Wisst ihr was? Ihr kriegt was Größeres ab, mal. Da kam der Feueratem. Okay, Feuerflut können wir ausweichen. Sollten wir wahrscheinlich auch. Dich mal in Notfall heilen. Gruppenheilung. Und fertig. Gut. Da sind die Steine normal, okay. Nehmen wir mal mit. Wobei, sollte ich ihr geben. Sie hat immer noch einen Stufe 2 Teil. Und das ist definitiv besser, auch wenn es ein bisschen die Stärke runter macht. Gut. Oh, Licht. Ist in dem Licht wieder was versteckt? Nicht wirklich und hier auch nicht. Das heißt, hier kann ich auch wieder ein L machen. Das ist schon mal praktisch, dass wir nicht immer dahin zurücklaufen müssen, wobei wir hier ja fast fertig sind. Ja, um die Schlange müssen wir rum und dann hier runter in die Schlangengrube, genau. Habe ich mir fast schon gedacht, dass ihr hier seid. Nichts, was wir wirklich gebrauchen könnten. Sind wieder keine verdächtigen Steinchen. Hier auch nicht. Und hier ist alles mit Holz bekleidet. Oh, da oben ist Licht. Hier ist Lang durch des Affen.
nicht wirklich. Das dafür bräuchten wir irgendeine Schurkenklasse. Oh, eine große Schlange. Zwei große, also Schlangen, keine große Schlange. Die sollte ich mal wieder single targeten. Und auch dringend darauf achten, ob sie Gift spucken. Ja, tun sie schon mal. Das Gift tickt doch recht garstig, vor allem wenn es quittet. So, aber ich glaube, die kriegen wir auch gut down. Ja.